Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Elektronik Adventskalender 2021, der Schmidt-Trigger. Und da machen wir heute das siebte Türchen auf. Heute ist der 31. Oktober 2021, Zeitumstellung. Erster Tag in der Winterzeit oder wie einige, ja, ich hätte fast Klugscheißer, nein, wie einige schlaue Leute das dann nennen. Ja, Normalzeit. Wobei die Normalzeit eigentlich kürzer ist als die Sommerzeit, ne? Aber dazu habe ich mich ja geäußert. So, Tag 7. Ja, da ist drin ein Widerstand. Und ich habe meine Zange hier irgendwo verbaselt. Da. Ein ohmscher Kohleschichtwiderstand. Dann gucken wir mal, was wir damit tun sollen. Geht ja jetzt ans Eingemachte. Wir kommen ja jetzt wirklich an den IC. Das ist ja das, was ich immer reklamiere, dass die ersten 6 Tage mehr oder weniger verschenkt sind. Ne, mit diesem Kalender. So, 7. Aus an wird aus. Öffnen Sie das siebte Türchen und nehmen Sie einen Widerstand heraus. Er hat 100 Kilo-Ohm. Braun, schwarz, gelb. Der Widerstand wird zwischen den ersten Eingang I1 und GND gelegt. Damit hat der Eingang eine Spannung von 0 Volt. Okay. Sein Zustand ist aber logisch, ist daher logisch 0. Der Inverter macht daraus eine logische 1. Schaltet den Ausgang 01 oder O1 also auf die Spannung an Pin VCC. Die LED ist damit an. Gleichzeitig leuchtet auch die LED am Pluspol der Batterie. Das ist die, wo diese ungefähr 1,62 Volt, ich weiß gerade nicht, was bei einer roten abfällt, aber sowas um den Dreh. Zusätzlich hat die Schaltung einen einfachen Schalter aus Draht, mit dem man den Eingang VCC mit dem man den Eingang an VCC legen kann. In dem Moment wird der Eingangszustand 1 und der Ausgangszustand 0, die LED geht. In dem Moment wird der Eingangszustand 1 und der Ausgangszustand 0. Ja, die LED geht also aus. Ist das jetzt nicht wirklich logisch? Immer wenn der Schalter offen ist, zieht der Widerstand die Eingangsspannung herunter, sodass die LED angeht. Alle 5 nicht verwendeten Eingänge liegen entweder GND oder VCC. Damit herrscht eindeutig Eingangszustände. Für den Zufall ist kein Platz mehr. Die Ausgänge darf man freilassen. Sie haben entweder einen Zustand oder einen Nullzustand, aber solange nichts angeschlossen ist, fließt kein Strom. Okay, wir bauen erstmal. Jetzt hole ich euch mal eben runter. Wir werden das Drahtset brauchen. So, und zwar, hier sind jetzt in diesem, ich habe ja zwei solche Schachteln mittlerweile, sind so Pinöpel hier drin. Die kann man ganz gut hiermit normalerweise. Ja, das hält aber auch so ganz gut. Gut, brauchen wir nicht. Okay, dann bauen wir die alte Schaltung erstmal zurück. Da macht es Sinn, sich eventuell so ein Kästchen zuzulegen. Jetzt müssen wir erstmal Brücken pflanzen. Wir brauchen einmal da eine Brücke. Dann brauchen wir die etwas längeren. Da brauche ich jetzt das neue Set. Wie gesagt, man kriegt die kleinen Brücken leider nicht einzeln zu kaufen. Ne? Und dann habt ihr hier halt immer die langen Stangen, so elendig viele von, weil man die eigentlich nicht braucht. So, bei den Brücken geht es also darum, jetzt die entsprechenden Eingänge zu beschalten. Gut. So, dann brauchen wir. So, ja, und mehr. Doch, da ist noch ein roter. Dann sind die auch schon wieder alle. So, dann brauchen wir die rote LED.
Der lange ist wie gesagt plus und der gehört hier nach hinten. Der soll also hier hin. Wobei die eigentlich auch nur zum Schutz irgendwo für ist. So, jetzt müssen wir gucken. 10 Kilo und 100 Kilo. Das kann man jetzt einmal machen, indem ich jetzt in den Keller gehe und meine Widerstandskarte hole. Oder indem ich das online, der hinter der Kamera steht, der Monitor, mache. So. Heute war da drin ein 100 Kilo Ohm. Das ist also der neue Widerstand. Der gehört also hier in. Man wird also auf Dauer irgendwelche Widerstandskodierungen brauchen, um die ganzen Farben auseinanderzuhalten. Es sind ja meistens auch unterschiedliche Widerstände. Dann kommt hier wieder dieses, was ich ja schon beim letzten Mal reklamiert habe. Zeige nie mit dem Finger auf der Karte. Diese Brücke, da kann ich doch auch hier die LED einfach hier hinsetzen, oder? Was soll das? Ja, man kann das argumentieren. Dass das Ganze schöner aussieht, dass man das besser darstellen kann. Wir werden noch beim Spoilen, habe ich das schon gesehen, dahin kommen. Der Strom fließt von oben nach unten. So, und eine Antenne brauchen wir noch. Okay, dann stöpseln wir das Ganze mal an. So, soll leuchten und jetzt kann ich den hier an. Wenn ich den also brücke, geht er aus. Ja, dann ist das auch logisch. Das war ja gerade das, wo ich gerade am. Das war auf jeden Fall erstmal Tag 7. Hier blinkt ja noch nichts. Jetzt kommt 8, schalten und halten. Bis dahin, Ade.